Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Online-Tutoriums Corpus Linguistik mit CQP. In den Einheiten dieser Folge schauen wir uns an, wie Sie sich in einer Umgebung bewegen, die keine grafische Nutzeroberfläche hat, sondern die nur über die Tastatur gesteuert wird. Denn dass Sie keine Maus zum Klicken verwenden können, ist am Anfang ziemlich ungewohnt, aber mit etwas Übung gewöhnen Sie sich recht schnell an diese Art der Navigation. Praktisch gesehen heißt es, dass wir uns in diesem und den nächsten Clips ein bisschen auf dem Server umschauen, CQP starten, Corpora laden und wechseln und erste einfache Anfragen formulieren. Die Umgebung, in der wir uns befinden, ist eine sogenannte Befehlszeilenumgebung und damit ist ein ganz wichtiges Prinzip angesprochen. Denn die Steuerung eines Programms nur über die Tastatur funktioniert über die Eingabe von Befehlen. Und einen Befehl haben Sie alle schon kennengelernt, nämlich als Sie die CQP-Einstellung gesetzt haben. Da haben Sie SH eingegeben, also einen Befehl zum Ausführen eines Shell-Skripts und ein sogenanntes Argument, nämlich den Pfad zum Shell-Skript, das ausgeführt werden sollte. Und das Zusammenspiel von Befehl und Argument kann man sich ein bisschen so vorstellen wie die Argumentstruktur von Verben. In Send a Letter und Watch a Movie sind a Letter und a Movie Argumente, die vom jeweiligen Verb gefordert werden. Und ganz ähnlich ist es bei Befehlen in solchen Shell-Umgebungen. Also Befehle können Argumente haben, müssen sie aber nicht. Gut, und was heißt das jetzt praktisch? Nach der Verbindung mit dem Server befinden Sie sich ja im Serverraum, wie ich es gerne nenne, und sehen den sogenannten Prompt, also genau die Stelle, an der die Shell darauf wartet, dass Sie einen Befehl eingeben. SH war ein solcher Befehl, und wenn Sie von Mac oder Linux aus arbeiten, dann arbeiten Sie auch noch mit dem SSH-Befehl, nämlich um die Verbindung aufzubauen. Um CQP zu starten, gibt es auch einen vereinfachten Befehl, nämlich CQP. Und wenn ich CQP eingebe und die Enter-Taste drücke, dann sage ich der Shell, starte das CQP-Programm. Das heißt, also im Prinzip haben Sie jetzt von dem Serverraum den CQP-Raum betreten. Das Programm ist gestartet, wenn Sie vor dem Prompt jetzt No Corpus sehen. Wenn ich jetzt einen Befehl eingebe, den Sie aus dem Serverraum kennen, wie zum Beispiel SH, und die Enter-Taste drücke, bekomme ich eine Fehlermeldung. Was sagt uns die? Ja, sie sagt uns einerseits, dass CQP den Befehl SH nicht kennt, und andererseits, dass CQP hier offenbar eine Eingabe zum Laden eines Korpus erwartet. Und wie finde ich raus, was ich eingeben muss oder kann, damit ein Korpus geladen wird? Dafür gibt es einen sehr nützlichen Befehl, der uns eine Übersicht über die verfügbaren Corpora gibt, nämlich den Show-Befehl. Das ist ein Befehl, der hat ein optionales Argument, nämlich Corpora. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann bekomme ich eine Übersicht angezeigt über die verfügbaren Corpora auf dem Server. Da haben wir beispielsweise das British National Corpus, ein sehr bekanntes und weit verbreitetes sogenanntes Referenzkorpus des britischen Englisch, oder das Brown Corpus und seine Geschwisterkorpora. Wir haben historische Corpora sowie vergleichbare Web- und Zeitungskorpora ausgewählter europäischer Sprachen. Also, dass diese Corpora jetzt alle in unserer Corpus-Umgebung verfügbar sind, heißt, dass Sie eine Abfragesprache lernen, mit der Sie alle Corpora verwenden können. Das wiederum schließt nicht aus, dass korpusspezifische Eigenheiten wie etwa unterschiedliche Annotationslevel oder Umfang und Art der Metainformationen, die verfügbar sind, sich nicht teilweise sehr unterscheiden zwischen den Corpora. Aber das schauen wir uns in späteren Tutorials dann im Detail an. Gut, und wie lade ich jetzt ein Corpus? Naja, ganz einfach, indem ich den Namen des gewünschten Corpus hier eingebe, und zwar genau so, wie er da steht. Wenn ich mit dem BNC arbeiten will, gebe ich BNC ein, drücke die Enter-Taste und dann habe ich das BNC geladen, was man jetzt daran sieht, dass BNC vor dem Prompt erscheint. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden würde, ich möchte doch lieber mit dem Brown-Korpus arbeiten, gebe ich Brown ein und die Enter-Taste. Diese Art von Corpora wechseln und aufrufen kann ich beliebig fortführen, es sei denn, ich gebe einen Korpusnamen nicht so ein, wie er da steht, nämlich hier Baby in Kleinbuchstaben, dann bekomme ich auch so eine Fehlermeldung zurück. CQP kann nicht erkennen, welches Korpus ich laden möchte. So, an dieser Stelle können Sie mal ein bisschen rumprobieren und sich mit der Navigation vertraut machen. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch einen Befehl kurz einzuführen, nämlich der Befehl, um das Programm wieder zu verlassen. Auch den kennen Sie eigentlich schon, nämlich der Exit-Befehl. Wenn ich den eingebe, die Enter-Taste drücke, bekomme ich so eine kleine Auf Wiedersehensmeldung und bin wieder im Serverraum in meinem Home-Verzeichnis auf dem Login-Server.